Mindsauf. Hallo allerseits, herzlich willkommen zu Mindustry. Hier steht's, du befindest dich im Mindustry Tutorial. Tippen, um fortzufahren. Beginne, indem du Kupfer abbaust. Tippe dazu auf ein Kupfervorkommen in der Nähe deiner Basis. Das ist ein Kupfervorkommen, okay. Ich tippe. Was ist das? Okay, hier kann ich herumfahren. Ich muss dran in der Nähe sein. Manuelles Abbauen ist ineffizient. Bohrer können automatisch abbauen. Tippe auf den Bohrer-Tab unten rechts. Mechanischer Bohrer. Okay. Wähle den mechanischen Bohrer, platziere ihn durch Tippen auf das Kupfervorkommen. Jeder Block hat unterschiedliche Eigenschaften. Jeder Bohrer kann immer nur ein bestimmtes Material abbauen. Für Infos und Stats eines Blocks wähle einen Block im Baumenü aus und klicke auf den Fragezeichen-Button. Ein günstiger Bohrer, wenn er auf passende Kacheln gesetzt wird, baut er unbegrenzt Erze des entsprechenden Typs mit geringer Geschwindigkeit ab. Okay, wow. Mit Förderbändern werden Materialien zum Kern transportiert. Reihe mehrere Förderbänder aneinander bis zum Kern. So. Oh. Jetzt. Okay. Verteidigungsgebäude müssen gebaut werden, um Gegner abzuwehren. Baue einen Duo-Geschützturm in die Nähe deiner Basis. Duo-Geschütztürme benötigen Kupfermunition, um schießen zu können. Wir bauen hier gleich einen zweiten. Warum denn nicht? Platziere neben das Geschütz einen Bohrer, um ihn mit Kupfer zu versorgen. Echt? Einen Bohrer. Das heißt, wir müssen das Geschütz neben einem Bohrer platzieren. Du kannst das Spiel jederzeit pausieren. In einer Pause kannst du den Bau weiterer Gebäude in Auftrag geben. Drücke die Leertaste, um zu pausieren. Okay. Oft kommt es vor, dass Blöcke zerstört werden müssen. Halte die rechte Maustaste gedrückt, während du eine Fläche auswählst. Dadurch werden alle Blöcke darin zerstört. Einige Situationen erfordern, dass Materialien direkt aus den Blöcken aufgenommen werden. Um dies zu tun, tippe auf einen Block mit Materialien, dann tippe auf das Material in diesem Block. Um mehrere Materialien zu entnehmen, tippe darauf und halte die Maustaste gedrückt. Nimm etwas Kupfer vom Kern. Materialien können in Blöcke abgelegt werden, indem du sie dorthin ziehst. Okay, das macht jetzt so gar keinen Sinn eigentlich, aber ja, es geht. Lege das Kupfer zurück in den Kern. Ich weiß gar nicht, wo es ist. Sie ist hier nämlich gar nicht. Ich kann das gar nicht machen. Probieren wir das nochmal. So. Aber dann kann ich es nicht mehr aufheben.
Okay. Der Gegner greift an. Verteidige deinen Kern 2 Wellen lang. Baue mehr Türme. Ich finde es ja irgendwie schade, dass die in der Nähe von Bohrern sein müssen. Eine Kreuzung hier. Das ist wird angegriffen. Wie kann das gehen, dass ich hier zum Beispiel einen Turm habe? Ich kann doch nicht hier daneben einen Bohrer hin tun. Das geht ja eigentlich schon gar nicht. Was allerdings vielleicht funktioniert, ja toll, das wäre ein Förderband. Könnte sein zumindest. Oh. Moment, Forschung. Abgeschlossen, abgeschlossen, abgeschlossen. Fungiert als Brücke zwischen 2 kreuzenden Förderbändern. Nützlich, wenn 2 verschiedene Förderbänder sich kreuzen, aber unterschiedliche Materialien verwenden. Ah, okay. Ein Verteiler akzeptiert Materialien aus einer Richtung und leitet sie gleichmäßig bis zu 3 andere Richtungen weiter. Aha. Scatter. Flammenwerfer. Ach so, hier, das kostet alles. Zum Beispiel die Kupfermauer kostet 66 Kupfer, ich habe 50. Okay. Ground Zero. Der optimale Ort, um anzufangen. Niedrige Bedrohung durch Gegner, wenige Ressourcen. Sammle so viele Kupfer und Blei wie möglich. Mach weiter. Erreiche Welle 15, um Start-Items festzulegen. Okay. Ah, so funktioniert das jetzt, Teamgas. Okay. Wir brauchen auf jeden Fall Bohrer. Bohrer. Und zwar machen wir das so und so und so. Dann brauchen wir weitere Geschütztürme. Wir haben kein Kupfer. Wie können wir kein Kupfer haben? Ach so, weil das zum Bauen verwendet worden ist. Okay. Aber wir können jetzt hier geht das so? Ja. Aha, hier steht die Munition. Die Munition ist voll. Dann bräuchten wir hier noch einen Bohrer. Den hier versorgt.
Kupfer. Boah, das ist riesig. Hier ist Blei. Kann ich händisch aufheben, macht jetzt nur nicht so viel Sinn. Okay, nach 30 kann ich sowieso nichts mehr aufheben. Das ist sehr weit. So. Aber wir können hier noch fröhlich weitermachen, solange bis die nächste Wave kommt. Zumindest haben wir dann ein wenig Blei. In 9 Sekunden kommt die nächste Welle. Zumindest haben wir dann ein wenig Blei abgebaut. Oh, hier liegt alles. Schauen wir mal, ob die das ausrichten können. Inzwischen hier kommen die Gegner. Ja. Okay. Welle 2 kommt in 1,5 Minuten. Genug Zeit, um etwas Blei aufzusammeln. Was haben wir hier? Schrott. Jetzt auch hier selber abbauen. Das geht sogar schneller in meinem Fall. Da kann ich sogar mehr auf. Mehr? 41, okay. In einer halben Minute ist es schon wieder soweit. Schauen wir mal, ob da oder was oder wie viel da weitergegeben wird, nachdem wir das Zeitliche segnen, was definitiv erfahrungsgemäß relativ bald sein wird. Hier kommt schon der nächste Gegner, aber es ist immerhin noch nur einer. Munition ist voll. Ja, treffen müsste man noch. Haha. Das war schon mal gut. Zwei Wellen haben wir schon überstanden. Und wir haben auch 300 Blei schon. Ich kann zwar nichts anfangen damit, noch nichts, weil alles, was ich habe, nur Kupfer braucht. Aber ich glaube, für die Forschung brauche ich es auf jeden Fall. Darum bin ich auch so erpicht darauf, Blei zu sammeln.
Ich könnte ja noch eins machen, einen Geschützturm hinbauen. Oder sogar zwei. So. Einmal. Zweimal. Und dann, wenn wir so viel Blei haben, Kupfer haben, dann bauen wir doch einfach eine Strecke hier runter und hoffen, dass das so funktioniert. Zumindest kommt hier einiges und auch Gegner. Okay, zwei. Oh. Zwei sind definitiv zu wenige. Wir brauchen noch zwei. Mindestens. Okay. Wieder was mit. Und die kommen schon an. Oh, schön. Das sieht gut aus. Definitiv sieht das gut aus. Könnten wir hier auch noch mitmischen? Und zwar so und so. Sieht gut aus. So, Gegner sind schon wieder unterwegs. Boah. Die Lebenspunkte. Nö. Ah, hier können wir jetzt Abschluss machen. Alle Ressourcen. Du kannst nicht wieder zu dieser Karte zurückkehren. Versuchen wir mal. Neuer Highscore. Aber jetzt haben wir einiges dazu bekommen. Die Kupfermauer, Graphitpresse, mechanische Pumpe. Okay, hier haben wir schon zu wenig. Große Kupfermauer, Titanmauer, pneumatischer Bohrer. Oh, okay. Hier haben wir schon ein paar mehr Sachen freigeschaltet. Editor? Ah, da können wir Karten basteln. Kampagne. Welle 20 in Ground Zero und Verbrennungsgenerator. Welle 10 in Ground Zero, okay, Kreuzung und Verteiler müssen wir erforschen. Erreiche Welle 15, um Start-Items festlegen zu können, okay. Das sieht doch aus wie vorher. Wir werden definitiv hier so einiges so würde ich sagen. Wir haben kein Kupfer. Oh.
Ganz toll. So, jetzt haben wir mehr Kupfer. Viel mehr Kupfer. So, schauen wir mal wieder da rüber, rauf, runter, rüber. Hier haben wir Blei. Das ist schön. Da werden wir definitiv was abbauen. Das war doof. So und so. So, das ist gut, dass hier werden wir wohl ein paar Türme machen müssen. Sind so rüber. Genau, falsche Richtung. So. Das wird der. So, dann haben wir hier, da kommt schon die Munition. Und hier kommt auch das Blei. Das ist schön. Hier können wir auch noch einen hinbauen. Das beschert uns einiges an Kupfer. So, zur Verteidigung. Schrottmauer. Schrott kann ich, okay, kann ich auch abbauen. Ein Gegner ist am Werk. Ups. Jawohl. Okay, zurückbringen. Was bringt jetzt eine mechanische Pumpe? Die müssen wir vielleicht ins Wasser. Ja. Neuer Block freigeschaltet. Das hier ist die Kupfermauer. Jetzt schauen wir mal, wenn ich hier eine Kupfermauer hinbaue, ob die da drüber schießen. Machen wir diese beiden mal. Machen wir zu mit Kupfer. Dann haben wir hier noch eine Graphitpresse. Die macht, glaube ich, gar nichts.
Die müssten wir wahrscheinlich füttern. Schauen wir mal. Nö. Nö, müssen wir nicht. Okay, hier ist noch ein Gegner. Ah, jetzt habe ich nicht geschaut. Nein, eine Minute 30 geht es ohnehin weiter. Batterie. Schrottmauer, Blei. Ups, Vernichtung droht. Das wollen wir natürlich nicht. Oh, hier ist auch haufenweise Blei. Kann das sein, dass das genug Kupfer für zwei bringt? Ja. Dann machen wir nämlich hier auch noch einen hin. Wupp. Der hier könnte noch einen versorgen. Das heißt, wir machen das jetzt so rauf hier. Hier so hin. Munition voll, voll, voll. Und jetzt schauen wir, hier kommt der Gegner oder die Gegner. Jetzt schauen wir, aha, hier haben sie schon drauf geschossen. Die jetzt da, ja, die schießen da durch. Sehr cool. Also sofort Mauern bauen. Und zwar gleich etwas großzügiger. So. Hier werde ich auch hoffentlich noch bei Gelegenheit eine effizientere Methode finden. Nicht da abzweigen, das wäre eigentlich schön. Aber kann ich nicht. Sieht doch umständlich, aber gut aus. Oh. So. Die bekommen schon langsam ihre Munition. Werde ich hier noch einen zusätzlichen. Oh, das war nicht so geplant.
Jetzt müssen wir nämlich hier auch ordentlich verteidigen. Und zwar einmal, zweimal. So. Hier zugemacht. Das sieht sehr gut aus. So, ich hoffe, das wird so in Ordnung sein. Das ersetzen wir. Wir haben es ja. Inzwischen schaffen wir etwas Blei noch ran. Das ist auch nochmal Kupfer. Hier wird sehr gut abgebaut. Das wäre natürlich auch gut, wenn wir hier irgendwo durchkommen könnten. Da würde jetzt wahrscheinlich eine Kreuzung ganz gut passen. Ah, da müsste ich so viel kreuzen. Vielleicht versuchen wir es mal mit so. Schauen wir mal. Wenn nämlich von hier so die Förderbänder kommen. Kommt das hier hoffentlich hier raus. Und hier unten durch. Oder wir... Ja, dann machen wir eine zweite Bahn, würde ich sagen. Kreuzung. Da ist ein kleiner Minuspunkt, aber nicht weiter schlimm. Und nö. Hier weiter. Hier rein. Da kommt schon das Zeug ran. Sehr gut. Gut.
Welle 6. Eine Kreuzung. Hier kommen wieder Gegner. Oh. Okay. Das war's mit meinen Lebenspunkten. Das muss ich deutlich besser verteidigen hier. Okay. Welle 7 in 55 Sekunden. Das funktioniert gut. Der Workflow funktioniert. Soweit alles gut. Ich weiß nur noch nicht, wofür ich eine Graphitpresse verwenden kann. Ich setze hier noch eine hin. Der Graphitpresse fehlt was. Das kann ich überall hinbauen. Schauen wir mal, wenn ich hier was wegbaue. Nö. Wenn ich hier was raufbaue, auch nö. Also das mit der Graphitpresse, es gibt ja noch das hier. Komprimiert Kohlestücke zu reinen Graphitplatten. Erzeugung, Input 2 Kohle, Output 1 Graphit. 2 Kohle. Oh, da steht hier. Warum steht das? Kann er nicht mehr? Da steht auch. Er scheint nicht mehr Kupfer zu akzeptieren. Blei schon. Aber Kupfer nicht mehr. Das heißt, wir kappen hier die Kupferzufuhr. Und entnehmen hier vielleicht etwas Kupfer. Ah, das ist mühsam. Das machen wir weg. Das heißt aber auch, das ganze Zeug machen wir weg. So. Dann haben wir hier hoffentlich wieder eine funktionierende Strecke. Wunderbar. Die hier aktivieren wir auch wieder, dass wir in absehbarer Zeit jetzt aufhören, genau jetzt, aber zumindest dass der Blei, die Bleizufuhr funktioniert weiterhin. So,
Jetzt versuchen wir das nochmal. Ach so, Kohle, nicht Kupfer. Ich bin ja ziemlich doof. Wo ist Kohle? Ich finde hier keine Kohle. Ich finde nur Kupfer. Und Blei, natürlich. Ah, hier. Bleizufuhr ist auch gekappt. Aber ich finde keine Kohle. Da muss noch was geschehen, damit Kohle kommen kann. Warum ist hier wieder weg hier? Verunreinigt. Ich muss hier wieder was wegnehmen. Ich will ja schließlich auch so viel wie möglich Blei mit haben. Da kommt schon ganz schön was rauf, runter. Hier müssen wir weiterbauen. Okay, das hier wird auch gekappt. So, Welle 10. Machen wir Abschluss. Oder warten wir noch ein bisschen Welle 15. Warten wir noch bis Welle 15. Ich bin zuversichtlich, dass wir das packen. Das war doof. Hier stand Blödsinn. Das wäre noch gut, hier ein paar mehr zu haben. Nachdem wir aber keine Weichen bauen können oder noch keine Weichen bauen können, wird schwierig. Wieder weiter, das ist schön. Und hier sollten wir etwas so. Ach. Okay, der hier soll darüber, der hier darüber, der hier darüber. Ach so. Entschuldigung.
Das bringt jetzt definitiv gar nichts. Der hat zum Beispiel keine Munition. Der auch nicht. Aha, gefrorene Waldanforderungen der Zone erfüllt. Die hier sollten wir abbauen, wieder neu aufbauen. So, die kommen jetzt wieder hier. Ja, die haben noch keine Chance. Das ist schnell wieder gebaut. Das ist auch Blödsinn. Das kann ich ja nicht abbauen bezüglich Kohle. Das kann auch hier nirgends stehen. Die mit der Pumpe. Die bringt Wasser. Zehn Flüssigkeitseinheiten, sechs Flüssigkeitseinheiten pro Sekunde. Da brauche ich aber auch dann was, um es zu transportieren. Weil das wird mit dem Förderband nicht funktionieren, genau. Da brauchen wir irgendein Rohr oder irgend sowas. Ah, da kann ich es frühzeitig holen. Das ist schön. Oh! Wow. Okay, gehen wir in Deckung. Aus der sicheren Deckung heraus. Dann holen wir gleich jetzt die Wellen bis zur 15. Sofern wir es überstehen. Okay. So viel zum Überstehen. Sicherheitshalber die ganze Reihe hier weg. So, Welle 14. Die kommen jetzt in der falschen Richtung. Mal sehen. Auch nicht so schlecht. Okay, Welle 15. Oh, 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 oh. Sehr schön. Fliegt ihr hin? Kommt her. Hier, die sind schon weg. Du kommst her. Sehr gut. Und jetzt können wir abschließen. 4000, 4000. Sehr schön. Das ist jetzt so gut wie entsperrt. Wir brauchen jetzt nur noch einen Verteiler freischalten in der Forschung. Der Verteiler war hier.
Brückentransportband. Verbesserter Transportblock erlaubt es Materialien über bis zu 3 Kacheln beliebigen Terrains oder Inhalts zu transportieren. Okay. Antiluftturm brauchen wir jetzt noch nicht. Flammenwerfer braucht Graphit. Generiert Strom. Wir brauchen Leitungsrohr, Siliziumschmelzer, Pyratitmixer, Vermischkohleblei. Wir brauchen Graphit. Da brauchen wir mal Kohle. Ein Sortierer sortiert Materialien, wenn ein Gegenstand der Auswahl entspricht, darf er vorbei, andernfalls wieder links oder rechts ausgegeben. Auch schön. In bis zu 7 Richtungen gleichmäßig verteilt. Nehmen wir den mit. Da brauchen wir jetzt überall schon Graphit. Wir haben noch genug Blei und Kupfer. Wow. Strom. Produziert Rogue Mining Drohnen. Auch schön. Reparateur. Ui, das ist schön. Wow, das wird richtig, richtig komplex hier. Hier können wir noch weiter bauen. Überlauftor, ein Verteiler, der nur Materialien nach links oder rechts ausgibt, falls der Weg gerade ausblockiert ist. Okay, also wir brauchen auf jeden Fall für die nächsten Sachen auf jeden Fall Granit. Und wir haben bei weitem, also ganz, ganz wenig erst erforscht. Das ist riesig. Und hier könnten wir jetzt Start-Items hinzufügen. Okay, Blei. Also wir könnten jetzt sagen, wir beginnen mit 1000 Blei und 1000 Kupfer hier. Zum Beispiel. 500. Okay, das hier können wir jetzt freischalten. Der gefrorene Wald. Und hier haben wir nämlich Kupfer. Okay. Starte das Wagnis in Strom, baue Verbrennungsgeneratoren, lerne Heiler zu benutzen. Ah, das ist cool. Kupfer ist gut. Hier ist Kohle. Hier können wir auch ganz normal Kohle abbauen. Und hier... hier zu Graphit verarbeiten, sobald wir Blei bekommen können. Das können wir hier. Ups. So, Blei ist am Weg. So, und zwar in rauen Mengen. Kupfer auch schon. Und jetzt dauert es
noch ein bisschen. Aber dann können wir bald unser erstes Graphit produzieren. Das werden wir dann so machen, dass das hier rüber und hier rauf geht und hier rein. So wäre der Plan. Ja, perfekt. So wird das was. Okay. Jetzt können wir hier mal den Verteiler versuchen. Zum Beispiel, wenn jetzt hier was reinkommen sollte. Hier kommt schon der zweite, genau, jetzt kommt ein Block raus, genau, und blub, ist er schon drüben. Das ist gut, so gefällt das. Wir brauchen in jedem Fall noch mehr Kupfer, genau, so sieht's aus. Werden wir jetzt hier einen Verteiler basteln, der hier rumgeht und hier rüber geht und hier rumgeht und hier rüber geht. Von und hier von unten kommen da nötig. Wir brauchen Kupfer. Einmal. So. Oh, ich bin doof. Total übersehen. Ich habe keinerlei Verteidigung. Eine Kreuzung. Und hier auf mit uns. Eine Kreuzung. Komm. So, die werden gefüttert. Wir brauchen hier mehr. Holen wir uns. Das hier wäre auch noch schön, wenn wir das erschließen könnten. Hm.
ja, die Verteiler sind schon klasse. Auf hier. Da werden wir so drauf bauen. Wir brauchen auch Mauern. Definitiv gut. Okay. Ja, das mit den Verteilern. Das ist schon gut. Die bekommen alle ihre Munition. Irgendwann. Weitem halt nicht genug, aber zumindest ein bisschen. Auch noch bauen. Ist zwar langsamer, aber was soll's? Es ist Kupfer. Das brauchen wir. Die kommen jetzt allerdings ganz ungünstig wieder. Richtig ungünstig. Rüber. Geht schon wieder weiter. Ich hoffe, dass wir Welle 5 erreichen, damit ich hier unser Graphit über die Runden bringe. Hier so verteilen können, wie wir gerne hätten, möchten, würden, wollen. Hier
bräuchten wir dann auch noch welche. So, die gehen jetzt wieder hier rüber. Autsch. Boah. Die haben nicht viel zu melden. Schon habe ich wieder Kupfermangel. Blöderweise brauche ich das auch für als Munition. Blei haben wir genug. Hier haben wir auch noch etwas Kupfer. Das hier funktioniert auf jeden Fall tadellos, wird hier super aufgeteilt, hier wird es auch nochmal aufgeteilt, die Munition ist voll, die wird gerade angefüllt. Hier haben wir noch einen Verteiler, die hier sind auch nicht annähernd voll. Versuchen wir das ein wenig zu optimieren. So, damit hier oben auch was reingeht. Damit wir nicht nur von hier unten das ranschaffen. Sondern auch hier oben. Hier kommen wir wieder ganz von der Seite. So, die Stunde der Wahrheit. Das sieht gut aus. Und ich kann leider nicht in der Welle 5 aufhören. Oh, hier ist alles. Alles mit Munition voll. Von hier könnten wir auch noch was rüber schaffen. Jetzt schauen wir mal, wir hätten auch noch Scatter. Das ist das hier zum Beispiel. Wie das benötigt Blei. Gut, der kommt nicht hier hin. Der kommt zum Beispiel hier hin. Und da verteilen wir das Ganze. Das heißt, der bekommt auch Munition. Und dann werden wir auch hier noch einen dieser Scatter Towers hinbauen. Ups, soll dann so und so rübergehen. Und eine Kreuzung brauchen wir. Einen Verteiler und eine Kreuzung. Genau. Und noch ein Scatter. Dann bekommen die schon richtig Munition. Die hier, oh, das sieht auch schon ganz gut aus. Was kommt hier? Noch nichts Fliegendes. Oh,
auf jeden Fall noch kein Problem. Sehr schön. Oh. Oh. Große Kupfermauern. So, was haben wir hier noch? Scatter haben wir jetzt gebaut, haben Munition ausreichend. Den mechanischen Bohrer haben wir hier, ein Brückentransportband, Sortierer. Das läuft auch alles irgendwie in die richtige Richtung. Die mechanische Pumpe ist uns egal. Einen Stromknoten, eine Batterie, ein Verbrennungsgenerator. Schauen wir mal, was das bringt. Okay, das sind Stromknoten. Hat keinen Strom. Stromoutput 0. Da fehlt mir noch was. Ein Siliziumschmelzer braucht als Input Sachen, die ich noch nicht habe. Kohle und noch was. Sand oder so. Eine Drohnenfactory benötigt Strom. Unter anderem. Und hier haben wir einen Reparateur. Wenn ich hier jetzt einen hinbaue, der braucht Strom. Na toll. Okay, das funktioniert gut. Schauen wir mal, ob wir bis zur Welle 10 durchhalten. Ein bisschen Bullet Hell Shooter dabei. So. Perfekt. Welle 10. Und dann, dann könnten wir schon abhauen und uns über 1000 Graphit freuen. Unter anderem. Perfekt. Das sieht doch schön aus. Und jetzt können wir nämlich hier weiter einen Flammenwerfer zum Beispiel erforschen. Akkus, ein kleiner Geschützturm, der Lichtbögen in Richtung des Gegners schießt. Streuer, ein kleiner Artilleriegeschützturm. Pneumatischer Bohrer ist ein verbesserter Bohrer, der schneller ist und in der Lage ist, härtere Erze abzubauen, indem er von Luftdruck Gebrauch macht. Oh. Was haben wir hier? Dart Mech Pad bietet die Umwandlung in einen einfachen Angriffsmech. Verwende es, indem du im Stehen drauf tippst. Nehmen wir. Das nehmen wir auch noch alles mit. Stores a message.
okay. Es ist eher sinnlos, wenn man alleine spielt. Ein Brennofen verschmelzt Sand und Blei zu Metallglas. Verbrennungsanlage. Schmelzer. Okay, wir haben alles. Aber man sieht, das verzweigt sich immer weiter. Und wir haben hier auch noch praktisch gar nichts erforscht. Von den Levels her gibt es gar nicht so viele, aber hier muss ich noch Welle 20 schaffen. Welle 15, das haben wir schon erforscht. Turbinengenerator gehört noch erforscht. Ja, das könnten wir schon freischalten. Da können wir auch Sand abbauen. Pumpe Wasser, um Geschütztürme im Bohrer zu kühlen. Ja, ich würde sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.